Moment. Sibylle organisiert den ganzen Spaß hauptverantwortlich mit unserer... Ja, lass mich doch erst mal ausreden. Also Sibylle und Doris kriegen beide einen Applaus, kann man also abkürzen. Ja. So. So, aber jetzt Sibylle, jetzt musst du. Alles klar. Ja! Ja, jetzt ist es an uns, Danke zu sagen. Es ist Abend geworden, die Sommerlounge Fichtelgebirge neigt sich dem Ende zu, aber auch wenn das Bühnenprogramm ja so in circa einer halben Stunde dem Ende entgegengeht, heißt es natürlich nicht, dass Sie nicht noch lange, lange mit uns sitzen, Gespräche führen, einfach noch ein bisschen feiern können oder würden wir uns sehr freuen. Ja, der Abend neigt sich dem Ende zu, habe ich gerade gesagt. Ein Jahr Arbeit steckt da drin. Ein Jahr Arbeit liegt hinter uns der Vorbereitung. Und das ist ja am Anfang immer eine ganz spannende Sache, wenn wir an einen neuen Ort kommen. Wir haben unser Grundkonzept im Gepäck. Das sind die Gesprächsrunden, das ist der Messebereich, das ist ein tolles Rahmenprogramm, das an jedem Ort anders ist. Und dann hören wir erstmal, was will denn der Ort, an dem wir zu Gast sind? Und jetzt fange ich mal mit dem Dank an, an den Mann, dem wir es heute alle zu verdanken haben, dass wir überhaupt hier sind. Der Stefan Unglaub, der hat 2014 bei der Sommerlounge in Bad Alexandersbad, als die Idee aufkam, BLSV Sportcamp Nordbayern kommt hierher, hat er gleich gefragt, könnt ihr nicht 2015 nach Bischofsgrün kommen? Dann haben wir gesagt, 2015 sind wir schon vergeben, das geht nicht, aber 2016 kommen wir gern zu euch. Und wir haben hier einfach offene Türen gefunden und ein Team, diese AG Infrastruktur von Bischofsgrün, die wirklich geackert haben, vom Zelt über Parkplatz vermessen und, und. Also man kann sich nicht vorstellen, was da dran hängt für Gemeinde vor Ort. Und habt ihr wirklich Wahnsinniges geleistet. Vielen Dank an Stefan Unglaub, an Fritz Baumgärtel, an den ganzen Rest vom Team AG Infrastruktur, an den Jens Stenglein. Ja, ganz tolle Sache. Genau, das ist ein Applaus wert. Dann natürlich haben wir gesagt, Bischofsgrün liegt in der Erlebnisregion Ochsenkopf und es wäre uns ein Anliegen, die ganze Erlebnisregion Ochsenkopf mit den Gemeinden Fichtelberg, Warmensteinach und Mehlmeisel auch zu befördern. Die Sommerlounge, da ist ja immer eine große Werbemaschinerie auch im Vorfeld dabei und ich hoffe einfach, dass uns das gelungen ist, dass Sie heute ganz viel kennengelernt haben, was hier in der Erlebnisregion Ochsenkopf alles geboten ist und dass Sie noch ganz oft hierher kommen und einfach diese Angebote nutzen. Und deshalb auch vielen Dank an die Gemeinden Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach, die gesagt haben, okay, da machen wir mit. Und die dann auch ihre Bauhöfe mit abgestellt haben. Die Marlies Nagel vom Waldhaus Mehlmeisel war immer mit im Team, ist mit nach Tschechien gefahren und. Ja, dann möchten wir uns bedanken beim Landkreis, beim Landrat Hübner, der dafür gesorgt hat, dass dieser Platz heute so schön wieder in Ordnung gebracht ist. Die Entwicklungsagenturen aller vier Landkreise. Dann den Andreas Munder von der Erlebnisregion, der hauptverantwortlich Rahmenprogramm koordiniert hat, von der Tourismuszentrale den Ferdinand Reb, von der Frauenunion stellvertretend die Sabine Habler und die Anne Zeisler, die hier gewerkelt haben, Kaffee, Kuchen, Eis, Cocktails, super Sache und alles für einen guten Zweck. Danke an den Fichtelgebirgsverein Heinrich Henniger, Jörg Hacker, die mitgewirkt haben. An den Herrn Stepanowski von Imtur, unseren tschechischen Partner, der heute mit 200 Leuten hier angereist ist. Danke an den BLSV,
ja, er hat das Meilenstein-Projekt gehabt und ganz viele tolle Preise mitgeliefert. Danke an die AG Catering, hier möchte ich auch den Guido Schreiner nennen, der die Planungen hier hervorragend begonnen hat, und die Janine Pilatz und den Stefan Unglaub, der es weitergeführt hat. Ja, die Mitglieder des Fördervereins, die mitgearbeitet haben, und die Helfer vor Ort, die Bauhöfe, die Feuerwehr, die Vereine. Es geht nicht ohne viele helfende Hände. Danke an die historischen Skifahrer, die diese Veranstaltung unheimlich bereichert haben. Und danke an unsere Sponsoren rund um Infrastruktur, das Madhouse, das uns die Bühne stellt, das die Verbundveranstaltung am Samstag in Fichtel, am Fichtelsee macht. Danke an Elektro Birke für die Strominfrastruktur, Werbemichel für den Bannerdruck, die Gerüstfirma. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, schauen Sie einfach noch einmal auf den Messeplan, da sehen Sie die Logos aller Unterstützer, und ohne die ginge es nicht. Danke an die Sponsoren der Tombola und der Gewinnaktionen, Motor Nützel, Cube, Siebenquell Gesundheitsressort, BLSV, Rosenthal und Kaiseralm. Und einen großen Dank möchte ich richten an die Medien, die diese Veranstaltung sehr gut begleiten, die einfach im Vorfeld das auch mit bewerben, damit Sie alle auch davon wissen, was hier alles geboten ist und auch hier den Weg hergefunden haben. Vielen Dank. Ja, dann möchte ich heute stellvertretend für dieses große Orga-Team, diese vielen Partnerorganisationen, die wir dieses Mal gehabt haben, unseren Jüngsten im Bund auf die Bühne bitten. Und das ist unser Michael Baumgärtel. Wo ist er? Michael hat jetzt, glaube ich, einige schlaflose Nächte hinter sich, bis alle Logos eingegangen sind für den Messeflyer, fürs Tombola-Plakat, bis das alles so passt, wie wir das haben wollen. Der Michael hat uns nämlich in diesem Jahr trotz Studium und vielerlei anderer Aktivitäten die gesamte Grafik für die Sommerlounge gemacht. Sämtliche Flyer, Banner, sonst irgendwas hat er heuer für uns gestaltet, und das kostenlos für den guten Zweck. Und dafür möchten wir ganz herzlich Danke sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Und der Gemeinde Bischofsgrün und der Erlebnisregion Ochsenkopf gratulieren. Wenn ihr solche jungen Leute in eurem Ort habt, dann ist eure Zukunftsentwicklung gesichert. Und genau, das ist mal ein Applaus her. Dank allein ist ganz schön, aber wir möchten das natürlich auch ein bisschen untermauern. Liebe Doris, dreh doch das Ding mal um. Und zwar, also unser Förderverein ist nicht reich, aber der Michael Baumgärtel hat schon das nächste Event im Auge. Am 21.08. steigt auf dem Ochsenkopf das Electronic Festival Beats am Berg. Und da hat uns der Michael wissen lassen, dass er da einfach noch ein paar Sponsoren bräuchte. Und das haben wir gleich wörtlich genommen und möchten einfach vom Förderverein Fichtelgebirge für diese Jugendveranstaltung, denn es ist uns sehr wichtig, auch was für die Jugend zu tun, einen kleinen Zuschuss geben, 250 Euro. Und Sie, die Sie hier sitzen, vielleicht noch Unternehmer unter Ihnen, einfach mal, wie soll ich sagen, mit auf den Weg gegeben. Sponsoren wären immer noch herzlich willkommen. Sie können sich nach dieser Runde vertrauensvoll an den Michael Baumgärtel wenden. Und jetzt bitte ich aber den Michael selber noch ein bisschen was zu erzählen. Electronic Festival, was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Ja, Electronic Festival, elektronische Musik, hauptsächlich für die Jugend eigentlich. Das ist auch unser Ziel, dass wir eigentlich die Jugend wieder in das Fichtelgebirge bringen, zeigen, was wir hier eigentlich haben und vor allem, was wir hier auch für eine schöne Location haben. Gerade oben auf dem Ochsenkopf am Gipfel, dieses riesen Panorama-Hintergrund von der Bühne, das spricht einfach für sich und ist einfach europaweit in dieser Art einzigartig. Und das wollen wir natürlich bewerben, nach außen hin und auch zeigen. Darum geht's. Super. Super Veranstaltung.
Und lieber Michael, man muss sich ja auch beeilen, wenn man bei den Beats am Berg dabei sein will, weil es gibt nur 1000 Karten. Das ist richtig, es gibt nur 1000 Karten und aktuell sind wir bei 890 Karten im Verkauf. Also nicht mehr viel, 110. Wow. Wo findet man dich, wenn man dir Geld zustecken möchte als Sponsor, beziehungsweise wo kann ich denn noch Tickets kaufen? Tickets kaufen kann ich über Facebook, einfach Beats am Berg eingeben, suchen, kommt normalerweise gleich als erstes. Mich findet man aktuell noch hier auf der Sommerlounge, ungefähr eine Stunde. Und ansonsten snow-sports-entertainment.de, da sind alle Kontaktdaten bei uns da. Und du bist auch für den Schnee mitverantwortlich, der da hinten als Piste liegt, oder? Das munkelt man, ja. Das munkelt man. Ich hätte gern nächstes Jahr einen Schneemann im Sommer. Wollen wir den bauen? Oh ja. Also, ob du das willst? Ich will. Ich habe nur gesagt, ich sage einmal im Leben, ich will. Ich habe das jetzt zu dir gesagt. Also, ich würde einen Schneemann wollen. Jens, ich fühle mich geehrt. Wir bauen für dich einen Schneemann nächsten Sommer. Vielen Dank. Stark. Und wir sind alle dabei. So viel ist auch mal sicher. 775 Jahre Bischofsgrün hätten wir nächstes Jahr zu feiern. Wird schön passen. Naja, machen wir halt ein Fest, oder? Machen wir halt ein Fest. So. So einfach. So, und hier ist dein Scheck. Nimm, danke, bevor es ein anderer tut. Ja, liebe Sibylle, liebe Doris, liebe Moderatorin, liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die ihr uns heute so zahlreich besucht habt, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite aus als Bürgermeister der Gemeinde Bischofsgrün möchte ich euch ganz, ganz herzlich Danke sagen für die, für den tollen Besuch, für das tolle Programm, für die wunderbaren Ausstellungen, die zu sehen waren. Aber ganz, ganz herzlich Danke möchte ich allen sagen, die dieses Projekt von euch beiden beginnend unterstützt haben, die die Organisation übernommen haben, die Geburt geschoben haben, und es war ganz, ganz toll. Ich muss euch ein großes, dickes Kompliment machen, euch beiden, dir Sibylle, dir Doris, für die tolle Arbeit, die ihr leistet, für den Verein, für die Region. Das ist auch nicht selbstverständlich im Ehrenamt, und das ist einen ganz, ganz großen Applaus von Ihnen bitte wert. Danke sage ich auch Müller und De Vries, dass sie gesagt haben, jawohl, da sind wir mit dabei, wir unterstützen. Und ihr habt eine tolle Unterhaltung geboten, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch unserer Technik, an die Technik, es waren ja zwei Teams beteiligt. Vom Madhouse und das Unternehmen der Tonladen. Der Daniel hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die wunderbare Beschallung, für die Beleuchtung, für alles, was ihr im Zelt so dekoriert und mitgemacht habt, für die Zuverlässigkeit. Es war wirklich überall gut zu hören, das ist auch nicht selbstverständlich. Da leidet manche Veranstaltung drunter. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für eure Unterstützung, für eure gute Arbeit. Die Feuerwehren wurden schon angesprochen, ich möchte es trotzdem noch mal tun. Herzlichen Dank für den spontanen Einsatz, das Team zu verstärken. Wir hatten ja bloß ein bisschen Parkplatzeinweisung machen wollen, wurden dann natürlich eines Besseren belehrt, Gott sei Dank. Und dank eurer Hilfe ist es gelungen, das ganze Chaos ein bisschen in Grenzen zu halten. Herzlichen Dank fürs Einspringen, herzlichen Dank der Bergwacht für die Übernahme des Rettungsdienstes und auch für das Einbringen in das Rahmenprogramm. Herzlichen Dank aber auch den Mitarbeitern und dem ganzen Team der Seilbahnen am Ochsenkopf. Ihr habt uns hervorragend unterstützt, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Ohne euch wäre so manches nicht möglich gewesen. Und gebt es einfach allen, die morgen dann wieder zu euch stoßen, weiter. Ich versuche es morgen persönlich noch einmal zu machen. Auch das war eine tolle Zusammenarbeit. Danke unserer Gastronomie, die unterstützt hat aus der gesamten Region. Danke allen, die sich beteiligt haben. Es war für uns eine große Herausforderung, eine tolle Veranstaltung. Im Nachhinein ist man natürlich glücklich, wenn es funktioniert hat. Ich hoffe, dass alles auch noch unfallfrei verläuft. Und ich freue mich so richtig drauf auf die nächste Sommerlounge 2017, wenn wir als Gäste dabei sein können und uns das Ganze von der Seite anschauen.
ich denke, wir freuen uns drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, für alle, die mit angepackt haben. Wir freuen uns, dass es gut gelungen ist und ich hoffe, dass auch der nächste Ort, der die Sommerlounge ausrichtet, die gleiche gute Unterstützung von der Einwohnerschaft, von den Geschäften und von den Ausstellern bekommt, damit es auch dort eine erfolgreiche Veranstaltung gibt. Herzlichen Dank euch allen, noch einen angenehmen Abend, einen sicheren und guten Nachhauseweg. Auch im Namen meiner drei Bürgermeisterkollegen danke euch, dem Team, und alles Gute für unsere gemeinsame Zukunft im Fichtelgebirge, in der Erlebnisregion Ochsenkopf und auch hier in Bischofsgrün. Vielen Dank für alles. Dann würde ich doch vorschlagen, wir übergeben die Sommerlounge symbolisch mit einem Handschlag an den Oberbürgermeister der Stadt Selb, Uli Pötsch. Herr Pötsch. Das gibt doch ein schönes Bild, oder? Das gibt ein hervorragendes Bild. Ja. Und natürlich auch ans Porzellanikon. So, Herr Sieben. Die beiden sind nämlich das Team 217. Ja, und Sie dürfen auch gerne klatschen, wenn Sie... Dann bitten wir noch einen Herrn zu uns, der hat heute seine erste Sommerlounge erlebt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil er neu im Amt ist. Der neue Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Hochfranken, Dr. Jochen Rausch. Kommen Sie auch kurz hoch zu uns. So, fangen wir mal mit dem Novizen an. Und? Herr Dr. Und, Rausch. Das ist eine Frage übrigens schon. Und reicht als Frage. Das stimmt eigentlich. Und? Sommerlounge, wie ist es so? Wow. Einfach nur wow. Nee, Riesenkompliment, Riesenrespekt für das, was hier auf die Bühne gestellt wurde. Eher in das ganze Gelände, wenn man es sich anschaut, das ist einfach bis zum i-Tüpfelchen perfekt. Und Wetter hat heute auch mitgespielt, das gehört natürlich dazu. Aber ich denke, wir hatten richtig viel Glück damit und es war eine extrem runde Sache. Für uns war es heute von der Wirtschaftsregion Hochfranken sowohl End- als auch Höhepunkt unseres Betriebsausflugs. Wir sind nämlich schon über den Schneeberg und über den Nussat hierher gekommen und haben deswegen ein paar Kilometer in den Beinen und was? Ich bin auch nicht ganz so, ich würde mal sagen, abendmäßig korrekt gekleidet heute. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Aber ansonsten eine tolle Veranstaltung, mein ganzer Respekt. Herzlichen Dank. Der nächste Ort. Das Porzellanikon in Selb, von wem ging die Initiative aus? Herr Siemen, wahrscheinlich haben Sie die Finger im Spiel. Also unser Team hat die Finger im Spiel. Denn Sie wissen ja ganz genau, kein Museumsdirektor steht für sich alleine, sondern das ist immer das Zusammenarbeiten von Menschen, mit Menschen, die Impulse geben. Und da sehe ich also auch den einen oder anderen noch dabei. Natürlich da stehen auch zwei. Unser Team, die Sabine Reuchel-Fröhlich, der André Zaus und daneben noch Rosenthal mit der Frau Küstner und so weiter. Wir sind insgesamt ein gutes Team und mit der Stadt zusammen werden wir da sicherlich auch etwas bewegen können. Und vor allen Dingen natürlich auch mit dem Team hier vor Ort. Und da darf ich mir vielleicht eine Bemerkung erlauben. Hochachtung vor dem, was hier geleistet wird und das seit Jahren. Das ist für uns als Fichtelgebirge ein Ausweis der Qualität und unseres Könnens und unserer Stärken. Dankeschön dafür. Jawohl. Vielen Dank. Das sind Worte, die natürlich angekommen sind. Der Start wurde natürlich auch an die Porzellanstadt Selb übergeben. Der Oberbürgermeister Uli Pötsch mit da. Herr Pötsch, bevor wir auf 2017 schauen, schauen wir nochmal auf 2016. Was nehmen Sie mit? Ich nehme aus dieser Veranstaltung mit, dass die Latte schon ziemlich hoch hängt. Wir werden 2017 uns sehr bemühen müssen. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, mit dem Team im Hintergrund, mit dem Porzellanikon und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon in den Stadtlöchern mit den Hufen scharren, um dass es wirklich jetzt endlich losgeht, denke ich, gelingt es vor allem. Mittlerweile habt ihr ja auch dementsprechend Erfahrung über viele Jahre hinweg, wie das Ganze veranstaltet wird. Es ist halt ein anderes Thema. Bei Sport können wir fast alle mitreden. Bei Wirtschaft
geht es uns ähnlich. Das heißt, das Ganze so auszustatten wie heute mit dem Attraktiven, was wir da gesehen haben, ist im Bereich der Wirtschaft nicht ganz so einfach. Ich bin gespannt, was da organisiert wird und auf die Beine gestellt wird. Und nachdem wir eine starke Wirtschaft hier in dieser Region haben, können wir, glaube ich, auch da vieles präsentieren. Das ist ja ein Thema für uns, die Werbung nach außen. Da tun wir Nordost-Oberfranken uns ja teilweise etwas schwer. Deswegen nehme ich vor allem an dem heutigen Abend mit, es gelingt, wenn man sich gemeinsam präsentiert, auch wirklich etwas Besonderes, nämlich vor allem mal zu zeigen, wie stark wir hier in der Region auch wirklich sind. Und das wollen wir 2017 auch wieder machen. Dann habe ich keine Nachfrage an Sie. Möchte einfach die Sibylle noch kurz fragen. Sibylle, ihr seid in der Planung 2017, denke ich, schon wieder mittendrin. Ja, lieber Jens, das ist richtig. Wir haben uns bereits im Juni, Anfang Juni, erstmals mit dem Kernteam 2017 getroffen und quasi erste Ideen entwickelt. Und lieber Herr Oberbürgermeister Pötsch, es muss Ihnen wirklich, Sie müssen keine Sorge haben, wir finden wieder ein ganz tolles Rahmenprogramm rund ums Porzellanikon. Es wird alles bespielt. Ja, wir werden auch 2017 wieder ein tolles Team haben mit Sabine Reichel-Fröhlich, mit André Zaus vom Porzellanikon, mit der Wirtschaftsregion, mit unseren Partnern, die uns alle Jahre begleiten, der TZ. Natürlich sind auch die Touristiker dabei und die Landkreise und so weiter. Ja, und wir haben uns einfach überlegt, wir haben jetzt 4 Jahre Sommerlounge gehabt mit immer in erster Linie touristischen Leitthemen. Und einmal wollen wir tatsächlich auch ein wirtschaftliches Thema in den Fokus stellen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, Fichtelgebirge, Industrieregion im Wandel, mal darzustellen, wo kommen wir her? Fokus Porzellan, Textil, wo sind wir heute? Was ist alles draus entstanden? Eine Vielfalt an verschiedenen Branchen. Aus Porzellan, das es ja immer noch gibt, wir haben Rosenthal erfolgreich da unten stehen, die technische Keramik, die sich entwickelt hat und. Was ist aus unseren Industriebrachen geworden? Also ganz viele spannende Themen und das mal sichtbar machen, das wollen wir bei der Sommerlounge 2017, aber natürlich wird es auch wieder ein sportliches Rahmenprogramm geben und natürlich auch wieder touristische Angebote, denn wir wollen ja, wie Sie richtig erkannt haben, unsere Qualitäten rausstellen. Und da haben wir einfach unheimlich viel zu bieten. Das ist ein richtiger Mix. Und deshalb, wir, Doris und ich, wir freuen uns schon wieder. Also einen Tag durchatmen werden wir uns gönnen. Dann geht es massiv ans Magazin, denn wir arbeiten ja diese Sommerlounge auch nochmal in schriftlicher Form auf. Es wird ja Anfang Oktober wieder das neue Magazin Zukunft Fichtelgebirge geben. Sie haben heute hier so viel geboten gehabt, das kann man an einem Abend gar nicht alles erfassen. Und deshalb hat unsere Ankeris Fähnrich im letzten Jahr den Vorschlag gebracht, schon im letzten Jahr, gell, hast gesagt, das ist ja schon wieder mehr geworden, wollt ihr das nicht irgendwann einmal zum Nachlesen machen? Und dann ist tatsächlich das letzte Jahr mit heißer Nadel gestrickt, das erste Magazin Zukunft Fichtelgebirge entstanden, super erfolgreich geworden. Und das machen wir heuer wieder. Das ist, wie gesagt, jetzt die Arbeit der nächsten Wochen. Unser Oliver van Essenberg ist schon fleißig dabei. Die Redaktion ist schon tüchtig am Schreiben. Also auch darauf dürfen wir uns alle freuen. Ja, und dann geht es wirklich nahtlos über in die Sommerlounge 2017. Und wir hoffen, dass Sie alle uns wieder die Treue halten. Weiter sagen an mindestens 10 Freunde, was Sie hier heute Abend erlebt haben. Und das nächste Jahr wiederkommen. Wir haben auch noch was zu arbeiten jetzt. Es gibt noch was zu arbeiten. Einen letzten Akt und einen so schönen. Ja, denn Liebe geht durch den Magen, Liebe steht aber auch auf dem Tisch. Und dann nehmen wir uns den Philipp Rosenthal, ne? Ja. Der sich dachte damals, Mensch, meine Frau, die habe ich gern. Vielleicht habe ich sie auch lieb. Ich kreiere was. Und zwar ein Porzellanservice, ein Millionenseller. Könnte so in etwa aussehen, wie diese tolle Teekanne, Kaffeekanne. Wir bitten Sie einfach zu uns und fragen Sie, was sie ist. Ja. Ein Applaus, weil ich bin gespannt, ob sie hochkommt.
kommen. Bitte in die Mitte. Ein bisschen sperrig, die Kanne. Also praktisch, man kann sich hier so ein bisschen einhängen. Sehr schick. So. Frau Silke Küster, komm auch zu uns. Wir haben noch einen wirklich super, super tollen Preis zu ziehen. Ja, wir haben ein 100-teiliges Service. Knapp 2000 Euro ist das Ding wert. Und wir finden es in dieser Box da drüben. Genau, es gab einen Luftballonwettbewerb. Genau, wir haben einen Luftballonwettbewerb durchgeführt heute Abend. Und jeder, der diese Karte ausgefüllt hat, ist in dieser grünen Box damit integriert. Und unter diesen ganzen Einzelungen werden wir jetzt ein 100-teiliges Set von Maria Weiß verlosen. Dieses 100-teilige Set hat in diesem Jahr auch sein 100-jähriges Jubiläum. Ist von dem Philipp Rosenthal Senior, seiner zweiten Frau, eine 35 Jahre jüngere Maria, gewidmet worden. Die hat ihm auch den lang ersehnten Nachfolger endlich geboren, den Philipp Rosenthal Junior, dann der aus dieser Marke Rosenthal den Weltmarktführer gemacht hat. Und das ist dieses Jahr das Jubiläum, das wir feiern. Und unsere Maria-Kanne wird das jetzt hoffentlich für uns ziehen. Das macht sie, glaube ich, auch hervorragend. Dann brauchen wir jetzt mal die Box. Aber Anke, ich würde schon vorschlagen, kannst du noch mal durchwühlen, weil ja, die Kanne ist ja doch ein wenig sperrig. Ich könnte dir auch helfen, aber ich bin ja kein Gentleman, wie wir wissen. Na, lass stecken. Na, auf die alten Tage. Na, so. Oh, jetzt. Und wir schauen, an wen geht dieses 100-teilige Set. Oh Mann. Auweia. Mieschowski. Hm? Mieschowski? Geht in die Richtung. Also es ist tatsächlich sehr, sehr schlecht zu lesen. Es ist auf jeden Fall niemand aus der Fichte geboren. Gar nicht von hier, aus Wolfsburg. Alter Schwede, ein So, jemand aus Gast. Wolfsburg noch da? Jemand aus Wolfsburg? Das könnte Mike heißen, oder? Darf ich ganz kurz? Mike. Mike? Mike Mieschowski. Ja. Ist Na da! Wir bringen Kultur in die Autostadt. Schau an. Haben wir auch mal was Schönes. Ja. Ja, dann bleibt uns jetzt also nur Herr Mieschowski. Geht Ihnen zu, geht einmal Ihnen mehr. Zu. Ja, ich sage jetzt auch noch danke dir. Also ich hatte Spaß. Ich auch. Und damit wünschen wir Ihnen eine gute Nacht. Kommen Sie gut nach Hause und bis nächstes Jahr. Ich glaube, Sibylle will noch was sagen. Wie Natürlich immer, will Sibylle noch was sagen. Es tut mir leid, Anke. Doris, ich könnte es auch dir geben. Also wir möchten uns ganz herzlich bei euch beiden bedanken, unserem heutigen Dream Team Moderatorenpaar Anke Ries-Fähnrich und Jens Stenglein. Ihr habt es super gemacht. Ihr seid durch diesen Abend perfekt durchgeführt und es war sehr angenehm, euch zuzuhören. Danke, dass ihr das für uns gemacht habt und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Ja, vielen Dank. Guten Abend.